So, hallo, da bin ich wieder. Dann können wir uns ja heute endlich ums Abyss kümmern. Aber bevor wir das tun, benutzen wir hier mal die ganzen Fertigkeiten, die ich schon gekauft hatte. Fürs Level 25. So, einmal hier, einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. So, dann noch die drei Passiven. Einmal, dass der Gegner nicht so schnell zornig wird, so. Beziehungsweise nicht so schnell Aggro aufbaut. Dann erhöhen wir noch unsere Heilung um 10%, das ist natürlich auch sehr schön. Und unser Geschick mit den Saiteninstrumenten erhöhen wir auch, sehr gut. So, dann gucken wir mal noch, was das für Skills waren. Harmonie der Erde. Hat man die nicht schon mal? Kann sein. So, auf jeden Fall. Macht die 490 und kommt nach Harmonie der Flamme. Okay. Dann haben wir hier Harmonie der Seele. Ah, das ist ein neuer Damage-Skill. Der macht 356 Windschaden. Okay, dann tauschen wir die beiden mal aus. So, dann Harmonie des Todes. Kommt nach Harmonie der Seele gleich. Sehr gut. Macht dann nochmal zusätzlich 251 magischen Schaden und verringert die MP um 183. Na, das klingt auch gut. So, Klang des Windhauchs ist hier der erste Skill vorne. Haben wir jetzt schon die dritte Stufe von, macht 277 Windschaden. Dann haben wir noch den lauten Knall, der fügt 237 magischen Erdschaden zu und reduziert 8 Sekunden lang die Bewegungsgeschwindigkeit. Bewegungsgeschwindigkeitsverringerung bleibt, nur der Schaden wird ein bisschen höher, okay. Ziehen wir den auch mal rein hier. Und das milde Echo kommt ja hier nach unserem Heilskill, macht dann nochmal 465 TP statt 448. Na gut, es wird nur leicht erhöht, aber hier haben wir ja schon Stufe 9 und das ist erst auf Stufe 1. Brauchen wir jetzt nicht reinziehen, kommt er dann automatisch nach dem sanften Echo. So, das war's dann, okay. Dann, ja, dann gehen wir mal nach, machen wir erstmal das Schloss zu, damit wir hier nichts verrutschen aus Versehen. Dann gehen wir mal zurück nach Sanctum. Mal gucken, was das hier für ein wichtiger Auftrag denn ist. Herrlicher Tag, nicht? Ja, ein herrlicher Tag. Okay, einfach mit einem reden. Das machen wir dann jetzt aber noch nicht. Wir gehen erstmal, wie gesagt, nach Herrlicher Eltnin. Tag, nicht? Teleportieren wir. Nach Eltnin, nach Sanctum. Eltnin sind wir ja schon. Möge die Sonne So. Pfad erhellen. Und fangen dann mit den Abyss-Quests an. Beziehungsweise Zugangsquests. Müssen wir erstmal hier drüben hin. Brauchen wir irgendwo gegenlaufen. Mal lieber die Karte zu machen. Machen wir dann mal die kleine auf, beziehungsweise die durchsichtige. Na, der backt ein bisschen durch die Gegend, läuft rückwärts hier. Hübsch, hübsch. So. Müssen wir hier wieder ganz durchlaufen. Ja, 40% vom Level haben wir auch schon wieder geschafft. Nur von der letzten Kampagnenquest noch. So, aber das Level schaffen wir dann, glaube ich, auch mit der Quest hier. Nachdem die große Katastrophe den Turm der Ewigkeit zerstört hatte, versammelte sich unser Volk am Fuße der Ruine. Fünf imperianische Gebieter hatten überlebt. Unter ihrer Führung bauten wir eine neue Stadt, Sanctum. Und ein neues Leben entstand im sonnenverwöhnten Elysea. Alles wuchs und gedieh, doch dann tauchten plötzlich diese geheimnisvollen Risse und Spalten auf. Wer sich hineinbegab, der kehrte nie zurück. Unsere Herrscher, wir nannten sie jetzt Seraphengebieter, schickten einen Expeditionstrupp in eine der Spalten. Als sie Elysea verließen, wussten sie nicht, ob sie zurückkehren würden. Doch sie kamen wieder und berichteten von einem Ort, erschreckend und erstaunlich zugleich. Einem Ort des Chaos, entstanden aus den Trümmern des Turmes der Ewigkeit und so voller Äther, dass das Fliegen mühelos war. Wir nannten ihn den Abyss und bald stellte sich heraus, dass wir dort nicht alleine waren. Die Balaur. Unsere alten Feinde hatten sich dort eingenistet.
Die Seraphengebieter entsandten Deltras und die Sturmlegion, um jeden Winkel des Abyss zu erkunden. Ganz Sanctum jubelte ihnen beim Aufbruch zu. Deltras und seine Legion entdeckten einen ungewöhnlichen Spalt im Abyss. Tapfer schritten sie hindurch, ohne zu wissen, was sie auf der anderen Seite erwarten würde. Die Legion des Sturms gelangte in ein Land, dessen Volk so aussah wie wir, nur dunkler, düster und wild. Deltras fragte sich, könnten sie Überlebende der großen Katastrophe sein? Sie nannten sich Asmodia und sie näherten sich unserer Legion. Ihr Sprecher war Lord Siekel, ein imperianischer Gebieter aus der Zeit vor der Katastrophe. Viele vermuteten, er sei schuld an der Zerstörung des Turms. Dessen ungeachtet begrüßte Deltras Siekel wie einen verlorenen Bruder. Doch Siekel rief zum Angriff. An jenem Tag gingen Deltras und die meisten seiner Legionäre für Elysea in den Tod. Als die Überlebenden der Sturmlegion heimkehrten und von Asmodeis Verbrechen berichteten, weinten wir um unsere gefallenen Helden. Und dann schritten wir zur Tat. Die Seraphengebieter erklärten Asmodee den Krieg. Wir alle brannten darauf, den edlen Deltras zu rächen. Bald lieferten wir uns im Abyss die erste Schlacht gegen Asmodia und Balaur. Doch die letzte Schlacht ist erst geschlagen, wenn wir allein dastehen. Als Sieger. Ja, so ist das. Leider sind die Kämpfe im Abyss, wie es hier genannt wird, nicht mehr ganz so spannend, aber vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Ich glaube, die größte Zeit hier verbringen wir damit, uns hier Videos anzugucken, aber war ja jetzt nicht ganz so uninteressant und mir ist aufgefallen, dass ich mir das noch ganz angeguckt habe. Oder ist es einfach schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, dass ich mir das angeguckt habe? Auf jeden Fall war es sehr interessant, fand ich, und führt uns ein bisschen in die Geschichte rein. So, dann gehen wir jetzt hier mal in die Arena. Beziehungsweise sitzt der da vorne, der ist da drin, okay. Dann müssen wir hier oben einmal mit dem Arenaleiter reden, der uns dann in die Arena teleportiert. Da drin ist dann auch PvP möglich, so als Übungsfläche. Aber ab und an setzen sich hier auch ein paar größere, beziehungsweise vom Level höhere Leutchen hin und hauen einfach jeden um, der sich hier reinwagt. Aber ist ja zum Glück gerade keiner da, da können wir in Ruhe hier durchlaufen. So, das ist wieder hier nur ein Hin- und Hergerenne. Schön, dass wir erst mit dem einen reden und dann wieder zum anderen zurücklaufen müssen. Naja. Kilometergeld gibt es leider nicht. Sonst, ja. Dann wären wir schon ganz schön reich, wenn wir dafür immer Geld kriegen würden für jeden Meter, den wir zurücklegen. Kleiner Gunner. Dumm, die dumm. Mal schauen, ob ich dann irgendwie einen Mentor oder sowas oder vielleicht sogar eine Gruppe für Noxana hinbekomme, diese erste. Beziehungsweise die, zwar die zweite Instanz, aber die erste, in der man mit mehreren Personen, also eigentlich, sprich sechs Personen gehen kann. Ist aber da auch nicht mehr nötig, weil, wie gesagt, es wurde alles so einfach gemacht, dass man da auch mühelos zu zweit durchkommen sollte. Oder beziehungsweise mit einem Mentor. Aber das schauen wir mal. So, Prüfung absolvieren. So, wo müssen wir da wieder hin? In die Bibliothek. Na, dann gehen wir da mal hoch. Wie gesagt, das meiste ist hier laufen. Am Ende kommt dann nochmal eine Flugquest, wo wir dann durch Ringe durchfliegen müssen. Aber auch die ist eigentlich kein Problem. Auch mit unserer minkrigen Flugzeit.
Aber erstmal gehen wir hier die Fragen beantworten. So, einmal hoch zur Bibliothek, bitte. Danke. Jawohl. Da sind wir ja schon. Ach, da ist ja der Gute. Treue und Waffen. Jawohl, Treue und Waffen. Ja, wer die Fragen nicht weiß, der nimmt dann einfach irgendwas und geht dann die Antwortmöglichkeiten so lange durch, bis man die richtige gefunden hat. Meist ist es nicht so wirklich schwer. So, da haben wir auch die letzte. Nehmen wir mal die dritte Aussage, das war sogar richtig. Also, ihr seht, ganz einfach. Man muss es nicht mal wissen, sondern einfach nur wahllos durch die Antwortmöglichkeiten klicken und dann hat Ariels man es Licht schon scheint erledigt. auf uns. So, während der Katastrophe. Nein, in Verteron, jawohl. Ich gebe mein Bestes. So, das war Deltras, oder? Jawohl. So, dann haben wir die Fragen auch geklärt. Ja, sprech doch. So, hallo, hallo, hallo. Ja, ich spreche ja schon. So, was müssen wir denn machen hier? Den Ätherfeld? Nein, den Wächtergeneral müssen wir besiegen. Dann nehmen wir mal wieder die dritte. Jawohl, das war sogar richtig. Hier auch die dritte, ja. Also, easy, easy. Die Quest ist auch fertig. Müssten jetzt noch Wünscht zwei ihr etwas kommen, wenn von ich mich mir? nicht täusche. Wünscht ihr etwas Jawohl, von die mir? Quest einmal abgeben. Wir kriegen auch immer schon ein paar AP. Haben schon 500, 250 für die eine und 250 für die andere. So, was müssen wir denn jetzt machen? Müssen wir in die unterirdische Arena und uns um die Gegner dort kümmern? Müssen wir da unten wieder hin, also einmal zurückporten. Und dann wieder laufen, wie soll es auch anders sein? So, was hast du hier für ein Schweinchen? Kleines Porgus. So. Hier waren wir doch schon mal. Schöner Tag, nicht wahr? Ja, sehr schöner Tag, um durch die Gegend zu laufen, finde ich auch. So, jetzt müssen Das wir uns sind hier wilde Bestien, denen es um die gleich zehn ist, um Monster wen sie kümmern. kämpfen. Sie wollen nur etwas töten. Das könntet auch ihr sein. Die Zeit ist begrenzt. Also tötet sie, so schnell es geht. Sie sind wild, aber nichts im Vergleich zu den Balaur. Ihr müsst diese Prüfung bestehen, um in Ares zu betreten. Also bereit? Los! Jawohl. Allzeit bereit, immer bereit, oder wie heißt das? So, neue Laufrolle. Dann einmal hier das Gitter hoch und dann kann's losgehen. Gleich Widerstand, na, ich glaube, es geht los. Aber die fallen ja relativ fix um hier, braucht man immer nur einmal draufhauen. So. Die Zeit ist auch mehr als ausreichend. Kann man trotzdem nochmal ein Schild reinmachen, Mobs sind auch mehr als genug da. So, einmal auf das Tor hier. Gucken wir, ob wir diesmal treffen. Ah, sieht ganz gut aus. Jawohl. Und die letzten. So, das war's schon. Danke, So danke. viele hätte ich euch gar nicht zugetraut. Da ist wohl etwas dran an eurem Hofe. Wie noch mehr? Kommt und jetzt raus hier. So, das war's schon. Schöner Tag, nicht wahr? Ja, sehr schöner Tag, immer noch.
So, jetzt müssen wir zurück nach Eltnen. Okay, ist leider noch nicht bereit. Naja, ob wir nur die paar Sekunden hier warten oder ob wir schon mal hinlaufen und uns dann porten, ist ja auch egal. Ariels Licht scheint auf uns. Ja, sogar gleichzeitig fertig hier, so wie ich sehe. Jawohl, aber jetzt können wir auch den Teleporter benutzen. Die paar Kina haben wir noch übrig. Hallo, lieber Telemachos. Düstere Zeiten. Ja, sehr düster. So, die Quest haben wir auch fertig. Noch eine Prüfung, jawohl. Vielen Dank, das müsste dann... Jawohl, das ist dann die Flugprüfung. Nochmal hier nicht die Flugzeit vergeuden. So. Dann fliegen wir hier mal kurz rüber und machen die dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Also. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wo wir dann endlich ins Abyss können. Also bis dann. Tschüss.